Recht herzlich willkommen zur 231. Folge von City Skylines. Ja, wie ihr hört, immer noch voll erkältet. Stimme ist total schwach, aber wir kommen da durch. Husten wird ab und zu mal passieren. Ich will es verhindern. Und wenn ich dran denke, mache ich es auch leiser. Und ja, dann werden wir durchkommen, denke ich mal. Ja, der Flamonk O 2005 hat mir ein paar Sachen geschrieben, dass das hier ihm ja sehr gut gefällt. Und ja, da bin ich ja echt glücklich drüber, dass da jemand mir ein paar Kommentare schreibt, dass ihm die Stadt mega gefällt. Ja, die ist halt so gewachsen, ne, wie man ja so sieht, ne? Und ja, ein Tag nach dem anderen. Oder eine Folge nach der anderen, sagen wir es so. Hier müssen wir was machen, da ist der Friedhof voll. Können wir mal eigentlich mal so komplett gerade drüber gucken, wo immer so ein bisschen was ist. Welche Symbole sagen uns, dass wir was tun müssen, ne? Ja, so ein einzelnes Haus jetzt abreißen brauchen wir nicht. Es sind gerade wenig zum Abreißen da. Also es läuft gerade wieder rund. Das Geld wird mehr. 5000 steht da unten. Hier sind zwei frei geworden. Da hinten ist eine Deponie, die wir wieder aktivieren können. Läuft. Ja, müssen wir wieder gucken, ne, dass das alles weiter so läuft. Das ist immer die Schwierigkeit. Irgendwann sind dann wieder Tote in der Stadt. Dann ist wieder alles schlecht und dann ziehen sie wieder weg. Was war denn das für ein Symbol? Gebildete Arbeiter fehlen ja jetzt schon. Okay, erst fehlten Ungebildete, die ja auch hier immer noch fehlen, oder? Das ist was anderes. Kranke Bürger. Hier hinten fehlt sozusagen ein Arzt. Und was sagen so die ärztlichen Geschichten hier? Ah, hier fehlt kein Arzt. Ihr seht, woran es liegt, ne? Es liegt daran, dass wir hier in der Mitte so eine wunderbare Schiene Dingens haben. Da stört es keinen. Das bedeutet, hier, wo die kranken Bürger sind, sollten wir gucken, dass wir so ein Feld zum Beispiel so machen. Und wenn die dann weg sind, dann machen wir das hier überall mit, glaube ich. Weil die Büroräume machen keine kranken Bürger, ne? Oder der Kommerz halt. Hier hinten wäre vielleicht noch Kommerz machbar, weil da ist auch eine schöne Kreuzung. Ja, aber hier ist es ja auch gar nicht so schlimm, sondern ja, da, warte mal, da ist. Dann machen wir das doch mal gerade weg und machen da mal ein Bürogebäude raus. Ist doch besser, ne? Das geht auch, obwohl da jetzt keiner ist, aber die sind ja gerade schon weggezogen. Vielleicht kriegen wir es so in den Griff. Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Aber wird wohl so sein. Interessanterweise ist es, ja doch, hier war es ja auch, ne, kranke Bürger. Und der Rest ist halb so wild, weil daneben halt Kommerz und Industrie ist. Da gibt's nur kranke Lebensmittel, die wir dann essen. Gut, oh, der Paradox Tower hier, ne? Oder was ist es? Ja, gut. Hier wird ein bisschen geklaut. Wo ist denn die Straße? Geht hier überhaupt eine Straße? Ich glaube, hier fehlt eine Straße, kann das sein? ist das überhaupt eine Straße? Was ist das? Ein zufällig gebauter Radweg oder sowas? Nee, ist schon eine Straße, die keinen Ausgang hat. Und dann wird da noch geklaut. Die können doch gar nicht wegfahren. Sehr interessant, dass uns das da passiert ist. Was ist das? Eine Residenz. Ja, kommen wir jetzt gar nicht durch, ne? Muss einer dran glauben. Und das ist eigentlich dieses Haus, ne? Tut mir leid, aber ihr müsst ausziehen, weil wir wollen da eine Straße bauen. Was ist das jetzt hier? Was ist bei denen das Problem? Sauna. Ach, ist abgeschaltet. Komm dann, mit ihr schön Freude daran habt. Und leider, leider müsst ihr ausziehen. Kann man da irgendwas anderes machen und sagen, nee, hier dürft ihr jetzt nicht mehr wohnen. Ein historisches Gebäude. Aha, nee, das wollen wir schon mal gar nicht machen, einfach aus dem Grund, weil wir hier die Straße bauen wollen, ne? Und das mit den Dingens. Die müssen da ja hin, tut mir leid, ey. Ich hätte es ja gerne auch anders gemacht, ne, aber ist halt so. So, jetzt müssen wir dann nochmal die Felder hier aktivieren. Ist da auch noch eins? Ja, dann geht's ja. Daneben wird jetzt gebaut. Läuft, ne? Oh. Schnell. Was sehen die aus? Obwohl, die sind jetzt nicht böse, wenn die...
Ja, ist so. Gut, wo waren wir denn überhaupt stehen geblieben in der letzten Folge? Ne? Ich glaube immer noch bei diesem Streifen, den wir jetzt hier auch schon in dieser Folge hatten. Jetzt muss ich gerade die Orientierung wiederherstellen. Ich glaube, so sind wir richtig. Das bedeutet, hier irgendwo war das. Da unten war das. Haben wir aber schon alles gemacht. Läuft. Ist noch ein kranker Bürger da oder was? In diesem Haus? Nein. Das war verkehrt. Naja, ist egal. Jetzt ist auch der Bürger weg. Hä? Jetzt hör doch mal auf, rechts zu klicken. Ne? Dann klappt das auch wieder. So, gut. Ja, das haben wir da in den Griff gekriegt, denke ich mal. Das ändert sich jetzt nicht mehr. Das andere war dann hier links, wo wir gerade waren. Das müssen wir dann auch mal begucken, dass das in Zukunft läuft. Wo war das? Hier war das, ne? Die kranken Bürger. Das sind immer noch kranke Bürger. Da brennt es gerade. Ja. Sind da jetzt schon Kommerz hingekommen? Ne, Kommerz haben wir gar nicht gemacht. Auf der Seite geht's eigentlich mit den kranken Bürgern. Das war auch hier, ne? Ach, da, wir wollten nicht Kommerz haben, sondern Büros. Ne, das war falsch. So wollen wir es haben. Kann man das so umswitchen? Ne, da müsste man das abreißen und umswitchen. Und dann ist es auch weg, ne? Das machen wir auch noch. Hier sind jetzt noch kranke Bürger. Gucken, ob es so besser wird. Hier auf der Ecke ist auch noch eins. Dann machen wir ein Bürogebäude raus. Und dieses dann auch. Gucken, wann es weg ist. Vielleicht gar nicht. Sind ja jetzt auch gerade nicht krank, ne? Läuft auf jeden Fall. Gut, hier unten. Oh nein. Schnell wieder hin. Mach das aus. Wir brauchen Industriefläche. Aha. So, jetzt hier. Wieder kranke Bürger. Und hier liegt's wo dran? An der Müllabfuhr wahrscheinlich, ne? Warte mal, Pollution. Können wir uns hier angucken, wo der Dreck rausgestoßen wird. Das war der Verkehr, das war nicht der Dreck. Verschmutzung. Ja, geht da hin, ne? Ist so. Deswegen hast du da auch kranke Bürger. Müsste man da dann auch abschaffen, ne? Diese Reihe noch und dieses. Dieses Haus da zu bauen ist sowieso nicht so sinnig vielleicht. Machen wir so, weil die wollen auch schon wieder was haben, wie man gerade sieht. So, das auch noch? Weiß ich nicht. Da sind ja keine Kranken, da können wir das mal so lassen. Die sind jetzt weg, die können also neu bauen. Die brauchen auch Baufläche, sagen sie da. Also alles gut. Ist hier noch kranke Bürger? Ne, da ist es wohl vom Wind her besser. Okay, hier haben wir eine deaktivierte Mülldeponie. Wir können auch mal gerade reingucken, wie der Müll so tickt. Ja, ist auch knapp an der Grenze, ne? Vielleicht aktivieren wir die noch dabei. Aber das ist ja... die Mülldeponien sind hier. Das ist der Verbrennungsstatus. Also, der ist jetzt gerade schlecht, ne? Räumung beendet. Da müssen wir da auch noch drauf klicken. Dann kriegen wir jetzt hier den Pufferspeicher sozusagen hin. Aber hier unten, das sieht gerade schlecht aus. Haben wir denn hier auch Verbrennungsanlagen? Da vorne eine. Dann können wir ja noch was dazusetzen, oder? Da. Ja, die gehen doch hier noch hin. Zweier? Zweier. Super. Guck, da geht vielleicht auch noch eine hin. Ja, leider nicht ganz. Tausendstel fehlt, ne? Also ich würde sagen, das geht, ne? Naja, dann nicht. Hier geht aber noch eine hin, oder? Jo, dann haben wir da auch noch eine. Dann sollte es auch wieder hier in den grünen Bereich kommen, oder? Läuft. Die sind deaktiviert, okay. Und die anderen sind gerade am Räumen. Naja.
Da kommen wir schon mal einen Schritt weiter, ne? Gebäude leert sich. Hier gibt es auch ein paar kranke Bürger, ist klar, weil wir hier das Industriegebiet haben. Da ist was deaktiviert. Sieht aber insgesamt ganz gut aus. Was ist das? Da gebildete Arbeiter fehlen. Hier wird der Müll nicht abgeholt, aber das ist nur eine Einzelstelle, also auch gut. Gebäude leert sich. Das Schiff, wie viele Passagiere hatten das? Oh, 3, das ist ja nicht so viel, ne? Und das hat dann noch weniger, nämlich 0. War wohl nix. Mit viele Leute kommen und gehen. Naja. Hier fehlt, glaub. Ah ne, da ist der Grundwert zu hoch, ne? Ja, Steuern zu hoch. Da können wir was machen. Räumung beendet. Also wieder öffnen. Die nächsten 25 Jahre könnt ihr wieder beerdigen. Da wird noch gearbeitet, aber da ist schon frei. Ja. Toll am Regnen. Prasselt ganz gut. Sonst sieht es doch erstmal ganz gut aus hier, oder? Hier ist wieder so ein kleines Industriegebiet, was uns Dreck macht, aber das ist halt so. Und hier ist ein etwas größeres. Aber hier will auch keiner jetzt hinziehen, ne? Kommt kein Kommerz. Da hinten ist einer, aber die wollen da nicht hin. So, wie sieht's hier aus? Die blinken noch alle, weil sie deaktiviert sind. Der blinkt nicht, dann heißt es, da können wir was ändern. Er ist wieder geöffnet. Die Mülldeponie geht wieder. Läuft soweit, ne? Da hinten haben wir noch eine, die müssen wir noch verschieben, ne? Gebäude leert sich. Wenn es leer ist, müssen wir das definitiv da wegmachen, das wollen wir da nicht behalten. Hier ist unser Kraftwerk. Ist das hier? Aquarium direkt beim Kraftwerk. Das ist auch bestimmt mit Besuchern gesegnet. 41. Naja, 5 eigene und 36 Touristen. Gut. Hier ist auch noch alles schick. Ja, hier ist auch noch alles schick. Soweit so gut, ne? Hier sieht's auch prima aus. So, dann gucken wir unser Lieblingsthema nochmal an. Verkehr. Hier an den Kreuzungen ist ein bisschen was los, ist aber auch normal. Hier hinten staut sich's aber auch nicht so schlimm. Geht alles, ne? Ich habe jetzt mit Schlimmerem gerechnet. Da ist halt was drauf los auf den Straßen. Ist denn da eine Panne irgendwo oder was, dass da keiner fährt? Ach, die Straßenbahn blockiert das auch sehr schön. Mhm. Zu viele Straßenbahnen da drauf? Oder wie ist das? Straße zu klein, ne? Da sind parkende Autos. Die sollten wir da erstmal verbieten, ne? Kann man das auch ändern? Ja, müssen wir mal gucken. Ne, das ist ja hier verkehrt. Da müssen wir dahin gehen. Dahin gehen. Und diese wäre das nächste, ne? Aber die ist ja dann zu groß. Da reißen wir ja alles ab. Ah, da gehen die ganzen Häuser flöten. Das geht noch nicht mal. Haben wir bei den Straßen eine Möglichkeit? Ich glaube nicht, ne? Keine Verbesserung auf diesen Typ möglich, sagt er. Was haben wir denn hier noch? Asymmetrische dreispurige Straße. Das kenne ich ja noch gar nicht. Guck mal an. Zwei in die Richtung, eine in die Richtung. Das macht ja Sinn für manche Stellen, ne? Und das ist hier das Neue von diesen, weiß ich jetzt gar nicht, welches das war mit dem Motorrail, ne? Ja, können wir uns auch mal Gedanken drüber machen, die einzusetzen, oder?
Verbesserungskosten. Das funktioniert dann? Nee. Wollt ihr mir doch jetzt nicht erzählen, dass dann ist die Straße doch flöten darunter, oder? Ja, würde ich mal sagen, ne? Oder doch nicht? Gute Frage. Ist das so eine Hochbahn? Müsste man mal erstmal ausprobieren irgendwo, ne? Aber ich sag mal, das Ausprobieren der Motorrail, das machen wir doch mal in der nächsten Folge, denke ich mal, ne, oder? Dann würde ich erst sagen, was ist das denn hier? Da ist auch Straßenzölle. Ach, wir haben das Ding ins Transit, haben wir dazu gekriegt. Da könnten wir auch Zölle nehmen. Guck mal, da kriegen wir noch Geld. Da müssten wir das überlegen, ob wir das machen wollen, ne? Aber so tut man auch Verkehrsströme falsch leiten oder sowas, ne? Könnte auch sein, ne? Aha. Das ist dann unser Zollstation, ne? Muss man mal überlegen, was man da so macht, ne? Die ist noch ein bisschen größer. Mautstelle zwei Richtungen. Mautstelle eine Richtung. Große Mautstelle zwei Richtungen. Okay. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir da nicht hier so eine Top-Autobahn machen, die von einem Ort zum anderen geht, wo wir richtig Kohle mit verdienen, weil die dann alle langfahren wollen, ne? Aber wie gesagt, wir gucken nächste Folge weiter. Die Monorail war das, glaube ich. Die wollen wir dann mal gucken, dass wir die irgendwo installiert kriegen und vielleicht auch die Mautstellen. Machen wir in der nächsten Folge. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte. Und wenn es euch gefallen hat, bitte den Daumen hoch. Guckt auch in den anderen Projekten rein. Ich habe ein paar andere Seiten irgendwo verlinkt und ja, alles zu finden auf meiner Seite. Und wenn es sein muss, könnt ihr auch auf asreiter.de mal nachschauen. Da ist ja meine Homepage. Da sind ein paar Sachen, die ich da zeige. Arborion ist da aktuell am Laufen auch. Und ich muss mal gucken, ob ich das nicht weiter ausbaue. Alles klar, dann sage ich recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.